Der Erfasser erfasste, was der Erfasser fassen konnte. Und fast hätte der Erfasser das Fass erfasst. Das konnte der Erfasser gar nicht fassen, dass er fast das Fass erfasst hätte. Fassungslos fasste sich der Erfasser ein Herz und wartete, bis das Fass gefasst wurde. Man sieht, ich bin schon im Thema drin. Auf geht's. Ah, it's so cool. My childhood dream, basically, of being able to... Oh, look at it sparking and freaking out, but it's not able to. Oh, that's so cool. Produkte. Yeah. Ja, mit der Erfassung nach 100 Produkten habe ich auch mal wieder Lust, was anderes zu machen. Die kaufen. Das sind Ankäufer. Und die heißen MomoX. MomoX hat eine App. Einscannen und fröhlich sein. Diesen Artikel kaufen wir aktuell nicht ein. Och, guck mal hier. Kein Ankaufen. Gut, auch nicht. Ich kein Ankauf. Das ist doch mal ein richtig dickes Buch von Ringelnatz mit Möwe. Ja, das ist ja vielversprechend. Also die sind ja kritisch. So viele Seiten. Alle gleich groß. Das war bestimmt mal teuer. Homo X will das nix. Da habe ich Bock drauf. Das mache ich jetzt mal kurz das Büro klar. Schalti, einmal ins Büro, bitte. Alter, willst du hingehen? Das ist direkt den Gang runter. Alter, sollst du mein Leben diskutieren oder was? Ich will jetzt hier gebeamt werden. Auf 1. 1. So, wir sind im Büro. So sieht das hier aus. Die Fensterbank ist frei. Hier sollen sich dann Kochbücher und Reisebücher sammeln. Na, sieh mal einer an. Eine Papprolle. Bunten Bällchen. Ne, warm-weißen Bällchen. Ich wollte Bücher sortieren. Da sind welche. Halbe Bücher. Mixed Family von Papprollen. Mit dem hier, Momo X.
das massivste Buch mediterrane Köstlichkeiten. Wieso hat er keinen Barcode? Da ist im Preis nicht mit drin. So viele Seiten und kein Barcode. Da komme ich vielleicht später darauf zurück. Der wohl einen Euro bringen hier. So eine Granate von Buch. 4711. Aspiranten auf den Titel Kostbarstes Buch in diesem Haushalt. Sie erhalten 5,09 €. Yeah! Schon in dem ersten Stapel. Super cool. Von 5 erfassten Büchern. Zwei ging nicht. Dann habe ich die eingetippt, die Nummer. Und dann hat er sie trotzdem nicht gefunden. Wieso findet er die nicht? Was ist denn das für ein System? Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Zeit, jetzt sämtliche Probleme der Welt auf einmal zu lösen. Wir werden sehen. Sie erhalten 1,23 Euro. Wofür? Ich brauche nie wieder arbeiten. Ich brauche nur noch Bücher sortieren. Nischt. Auch nischt. Der kalten Küche Köstlichkeit. Modern serviert in kurzer Zeit. 1969. Fernsehgerichte. Minutenschnell. Wir müssen die Küchenkunst beherrschen. Wie ein Reiter, der trinkt, schreibt oder schießt, ohne abzusitzen. Vollkommenes Beherrschen der Kunst der Improvisation, der kalten Küche Köstlichkeiten, das schnelle Fernsehgericht. Wieder ein Kracher, Omas Leibgerichte mit der Goldkante, 2,04 €. Cool, ich habe inzwischen schon, hinzufügen, bam. €9,99. Das elektrische Kochen. 873 Rezepte für die Elektroküche. Ja, was steht denn da jetzt? 1939. Echt? Na, 39? Nee, 59. Ich würde sagen, das ist ganz schön farbig für 39. Nicht jeder vertraut der Elektroküche. Hier gibt es auch das Buch für die moderne Gasküche. Da geht nämlich auch alles. Kochen, Braten, Backen. 1960. Also die Zahlen waren schon erfunden. Boah, bunt gab es auch schon. Möge dieses Buch zur Erhöhung der Lebensfreude beitragen. Mühelos wendet sich an alle Frauen, die bemüht sind, den ersten logischen Fehler. Also ich glaube, hier war das mit der Elektroküche vielleicht auch noch nicht so weit. ...1917. Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. Und das hier... ...das ist ein unentbehrliches Handbuch. Für alle Stände. 1901. Krasse Buchstaben. Also Verdana oder Tahoma ist das nicht. Habe ich doch schon mal gesehen. Ha! Wir haben Pasch. Fitness statt Diät. Und Fitness statt Nikotin. Stress bei der Entspannung. Und das Buch hier hat leichte Übergröße. Romantische Reise durch das alte Deutschland, also das war 69, also das ganz alte Deutschland. Yeah, yeah, yeah. 2,73 Euro für den Designschmuck aus Fimo. Geil. Jackpot, Jackpot. Miriam Kort mit ihrem Arbeitsbuch zur Integration von Hunden aus dem Tierschutz. 7,43 Euro für dieses Hundebuch. Selten waren Kartonbücher so aufregend und spannend. Das ist doch Memory hier. Da. Pasch. Abenteuergeschichten, Tiergeschichten und Abenteuergeschichten und Tiergeschichten. Wir können Doppelte tauschen. Ich bin voll im Geschäft. Inzwischen fast 25 Euro. Brauch nie wieder arbeiten oder Pfand wegbringen.
Okay, die Anforderungen steigen leicht. Mediterrane Lebenselixiere hier. Hardcover, Taschenbuch. Ja, schon wieder einer. Heute Mädel, morgen Hausfrau. Copyright in Bochum. Geschickte und flinke Hände allein genügen nicht, um tüchtig zu sein. Die Hausfrau muss beim Arbeiten denken. Einschlachten und Wurst bereiten. Ist auf jeden Fall auch schon ein Tag älter. Zu den Alten. Das ist auch nicht das Aktuellste. Jetzt kommen sie, die einzigartigen Küchenschätze für Feinschmecker. Highlights von Eckart Witzigmann. Kaufen wir noch nicht mal an? Alter! Das sind einzigartige Küchenschätze für Feinschmecker. Das ist hier nicht irgendein... als für den anderen Kochbüchern. Sonja Bagger mit ihrem Weltbestseller. Die habe ich gesehen. Da. Doppelte. Ein Novum unter den Fitnessbüchern. Das war noch Zeiten, als es noch ein SZ gab. Gargantus und Panthergrühl. Buch auf Audio-CD. Kein Ankauf. Ja, da habt ihr aber Glück gehabt, weil das ist nämlich eigentlich die Bauordnung von Nordrhein-Westfalen mit ergänzenden Vorschriften. Nee! Ein halber Karton voll Bücher. Das ist ein Gesangsbuch. Das erkenne ich doch sofort. Erste Hilfe. Griffbereit. Und Entwurfnähe. Der deutschen Jugend, die in den Reihen der Fallschirmjäger fröhlich zu wagen und entschlossen zu streben, bereit zu sterben, streben bereit ist, ist dieses Buch. Ach du Scheiße. Ein heiteres, humorvolles Fallschirmjägerbuch. 1941, so wird man Fallschirmjäger. Ja, spring einfach aus dem Flugzeug ohne Fallschirm und schon jagst du. In Straßenschlachten, Räuber, Indianerjacken, Nasenbluten, dicke Beulen. Gott, oh Gott, das will was heißen, schon so früh ins Gras zu beißen. Ja, das ist Fallschirmjägerlektüre. Ja, es kommt hier zu dem alten Kram. Bußgeld, Fahrverbot. Ja, für 2 Mark kommst du einen mangelhaften Scheibenwischer oder fehlendes Geschwindigkeitsschild. Die Verkehrssituation auf den Straßen wird immer verworrener. Aber neue Bestimmungen bringen auch keine Besserung, sondern nur neue Schwierigkeiten für Sie als Kraftfahrer. Dabei hilft Ihnen gerne. Das wäre schön. Nokia 6021. Heinz Wassermann, er hatte sie wirklich alle. Aus Oldenburg. Alter, was ist das denn für ein Saftladen hier? Die gebundene Ausgabe vom Januar 2007, Office-Vorlagen, das große Buch der Office-Vorlagen. Und das wollen die nicht. Das ist... Guck mal hier, die gebundene Ausgabe. Das war mal das oberste Regal. Naja. Was hier, eine CD? 15 Cent? Ich glaube, das gibt die Kohle nur mit CD. Finde ich ja vielleicht noch. Mal hier, das ist die kostbare CD. Das Beste aus der volkstümlichen Hitparade im ZDF. Und da gab es noch nicht mal was Gutes. Und da ist sie, die erste CD, der Silberling, der sich versilbern lässt. Und zwar für Almhüttenländler gibt das 15 Cent. Und das Geilste ist auch am Start.